Herzlich willkommen zu diesem Hands-on des neuen Samsung Galaxy Nexus Smartphones. Das Samsung Galaxy Nexus ist ja das neue Google-Referenz-Phone, das heißt, es gehört zur Nexus-Reihe, was wiederum bedeutet, dass es das erste Telefon mit Android 4.0 Ice Cream Sandwich ist. Um es gleich vorwegzunehmen, dieses Hands-on, ich habe das Telefon seit ungefähr 3 Stunden, wovon ich 2 Stunden damit verbracht habe, es aufzuladen. Also es wird sicher noch ausführlichere Videos geben zu Android 4.0 itself, aber ich dachte mir, ich drehe als erstes mal ein kleines Video, damit ihr seht, was es ist. Warum kein Unboxing? Das ist ein Pressevorführungsgerät, eines der allerersten in der Schweiz. Ich konnte das mir organisieren, darf es eine Woche lang behalten und die kommen nicht in schönen Boxen, sondern die kommen so ein bisschen zusammengewürfelt in einem weißen Karton. Daher ist es schon gleich ausgepackt. Ja, was sehen wir da? Als allererstes fällt auf, das Phone ist sehr groß, es liegt hervorragend in der Hand, aber durch seinen 4,65 Zoll großen Super AMOLED HD Screen wirkt es relativ groß, vor allem wenn man es zum Beispiel mal mit einem iPhone 4 vergleicht. Ich zeige euch das hier mal, wenn man die aufeinander legt, da fällt sofort auf, okay, das ist schon ein ziemlicher Brummer, ein ziemlicher Brocken. Auch von hinten, ihr seht, das iPhone 4 ist deutlich kleiner, aber das Samsung Galaxy Nexus fühlt sich hervorragend an, liegt sehr gut in der Hand auch und ist vom Gewicht her vielleicht, wenn ihr noch kurz einen Vergleich machen könnt, fühlt sich leichter an als das iPhone, ist es aber natürlich nicht. Wir machen das hier mal gleich mit einer Küchenwaage. Okay, also Galaxy Nexus, wir legen das da mal drauf. Okay, 138 Gramm. Wir nehmen mal das iPhone 4S. 141, also ihr seht, ist ein bisschen schwerer, wirkt für mich sogar wirklich deutlich schwerer, das iPhone, witzigerweise. Hier haben wir noch ein HTC Sensation. Wie sieht es damit aus? 107, 148, das ist sogar noch schwerer. Also ihr seht, das Galaxy Nexus ist eigentlich hier in guter Gesellschaft, für das es viel größer ist als alle anderen Phones, weil es eben diesen knackigen 4,65 Zoll Screen hat. Was haben wir sonst noch? Wir haben das Display ist leicht gebogen. Ich weiß nicht, ob man das hier auf der Kamera erkennen kann. Genau gleich wie beim Vorgänger, wie beim Nexus S. Und dann da hinten haben wir Plastikabdeckung. Wir haben hier eine 5-Megapixel-Kamera. Das ist ein bisschen eine Enttäuschung. Weiß nicht so genau, warum man hier nicht auf die hervorragende 8-Megapixel-Kamera des Galaxy S2 zurückgegriffen hat. Das ist ein bisschen schade. Qualität ist deutlich schlechter. Wir haben hier auf der Seite haben wir die Lautsprecherregler und hier On-Off-Switch. Und da haben wir noch 4 Goldkontakte, die wahrscheinlich für eine Docking-Station oder ähnliches gebraucht werden. Ist im Moment noch nicht ganz klar. Da unten 3,5 Mini-Jack, Micro-USB-Anschluss, um das Ganze aufzuladen. Ja, that's it. Frontkamera gibt es natürlich auch. Die ist 1,3 Megapixel. Wie gesagt, rückwärtige Kamera 5 Megapixel. Das ganze Gerät gibt es als 16 oder 32 GB Variante. Ist nicht erweiterbar, kein SD-Card-Slot oder ähnliches. Ja, Gewicht haben wir auch. Und wie gesagt, im Inneren schlummert dann ein Dual-Core-Prozessor, ein 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor. Also Power ist genug vorhanden. Etwas, was mir gar nicht gefällt an diesem Gerät von außen, ist diese Batterieabdeckung. Das fühlt sich zwar super an, ist wirklich sehr, sehr wertig. Auch das Display hier ist wunderbar verarbeitet, bis unten quasi randlos. Da hinten fühlt sich es auch gut an, aber wenn man da an die Batterie kommen will oder auch die SIM-Karte wechseln, dann muss man das wie schon beim Galaxy, beim Galaxy S2, muss man das hier abreißen. Ich zeige euch das mal. Knack, ihr hört das schon, das tönt schon irgendwie unbefriedigend. Hier haben wir einen 1850 mAh Akku, also ziemlich viel Akkupower. Kann natürlich noch nichts über die Akkulaufzeit sagen. Wie gesagt, ich habe es jetzt bis jetzt nur mal aufgeladen und losgelegt. Ja, und hier dann der SIM-Card-Slot. Wie gesagt, kein SD-Card-Slot, da ist nichts zu erweitern. Aber eben, das hier, das ist wirklich billigste Methode. Ihr seht, ich muss das, wenn ich das rauf tue, muss ich das hier so draufpappen und muss dann gucken, dass die alle irgendwie auch wieder reingehen. Dass das dann am Schluss wieder stimmt. Ihr seht, jetzt habe ich hier noch eins vergessen. Drücke ich nochmal heftig. So, jetzt müssten eigentlich, nee, seht da unten, da stimmt es auch noch nicht. Also nochmal drücken. Also das ist schon mal ein ziemliches Geknübel.
Und vor allem, was mich daran eigentlich stört, dass ich mir denke, ich mache das zwei, drei Mal und danach sind diese Laschen ausgeleiert und dann wird das nicht mehr funktionieren. Also das ist so ein bisschen billig. Wenn ich das vielleicht mal hier vergleiche von außen mit diesem Sensation HTC, das ist natürlich mit dem Unibody-Gehäuse, welches sich ja hier öffnen lässt, ist natürlich irgendwo durch schon ein bisschen eine andere Liga. Das ist zwar ein bisschen ein Gemurkse, das gebe ich auch zu. Das geht nicht so einfach, aber es ist einfach irgendwie dann auch qualitativ viel, viel besser, weil das Gehäuse einfach selber schon mal aus Alu besteht und nicht so aus Plastik. Aber okay, ich meine, das ist ein kleiner Nachteil, aber sonst ist das Phone, ihr werdet es sehen, ganz hervorragend. So, genug gequasselt, anwerfen. Hab's schon mal aufgestartet. Ja, das ist etwas, was immer kommt, wenn man den Deckel öffnet. Ich weiß nicht genau warum, dann will er einen Neustart, beziehungsweise erkennt die SIM-Karte nicht mehr. Ist mir aber in dem Fall wurscht, ich habe es ja im Wireless LAN drin. So, okay, was sehen wir hier? Wir sehen hier mal den Homescreen von Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Das Erste, was auffällt, ist, dass es keine Tasten, keine Hardware-Tasten mehr gibt, sondern die hier, diese drei, es sind nur noch drei, nicht mehr vier wie früher. Ich hole mir da mein Sensation mal, dass ihr das wieder vergleichen könnt. Da haben wir ja hier unten Home-Taste, Menü-Taste, Back-Taste und Such-Taste. Hier ist es jetzt so, die Back-Taste, die Home-Taste und hier neu, wie das schon bei Android 3.0 Honeycomb ist, da sieht man, welche Programme und welche Dienste im Moment gerade geöffnet sind. Also das wurde übernommen eigentlich von Honeycomb. Die Suchtaste als Taste gibt es nicht mehr. Das ist jetzt hier oben oder kann man sich natürlich als Widget konfigurieren. Finde ich kein großer Verlust. Die habe ich ehrlich gesagt sehr wenig gebraucht. Aber das Coole ist natürlich, wenn ich dieses Telefon, zum Beispiel ich mache einen Browser auf, wenn ich den dann drehe, dann laufen die natürlich mit. Also ihr seht, die sind dann immer schön richtig da. Das ist schon ganz praktisch. Das ist mal die erste Neuerung, die uns gleich mal auffällt bei Android 4.0. Mal gucken, was für ein Betriebssystem Software da drauf ist. Ich ziehe das hier mal runter, ich gehe da hoch. So, Einstellungen, wir fahren da mal ganz nach unten über dieses Telefon. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video. Ja, Android 4.01, da kam also offensichtlich schon mal ein Update drauf. Das ist schon eine ganz aktuelle Version, die hier drauf ist. Ja, okay, soweit, so gut. Und dann, vielleicht was auch mal gleich auffällt, ist natürlich hier die Ordner. Wir kennen das ja vom iPhone. iOS hat das schon länger, damit man sich seine Apps, wenn man die auf dem Homescreen haben möchte, kann man sich die ja so in Ordner legen und genau das gleiche macht jetzt auch Android. Sehr schön übrigens, sieht auch klasse aus. Und wenn wir schon beim Thema Screen sind, ich lasse das iPhone mal in der Nähe, dann ist es natürlich so, dass wir ganz klar sagen müssen, ein geiler Screen. Tut mir leid, ich kann es nicht anders ausdrücken, aber dieser Super AMOLED HD, der hat eine 1280x720er Auflösung, also HD Ready 720p, das ist natürlich ganz, ganz klar das Highlight an diesem Telefon. Neben der Software, rein hardwaremäßig, ist dieser Screen ganz klasse. Super AMOLED, hervorragende Farben, schwarz ist schwarz, weiß ist weiß, der Kontrast ist ganz klasse. Wirklich sehr schön, wenn man das jetzt mal nebeneinander hält, dann kommt einem das iPhone, obwohl ich hier nicht optimale Beleuchtung habe, schon ein bisschen blass vor dagegen. Und ich mache da zum Beispiel mal meine Seite auf. Wo haben wir es denn? Da. Okay, mal eifrig.ch öffnen. Da seht ihr, obwohl ja das Retina-Display auch über 900 Pixel in der Tiefe, also in der Höhe hat, kann es natürlich mit dem Display des Galaxy Nexus nicht mithalten. Also ihr seht das schon mal hier, schöner Vergleich, wenn ich das nebeneinander halte, sieht man ganz klar, hier links auf dem Nexus Phone sehe ich natürlich viel mehr Inhalt, also beim iPhone muss ich schon mal scrollen, um zum Beispiel mal hier auf die Grafik zu kommen. Und hier sehe ich schon mal mehr drauf. Wenn wir das Ganze mal vergleichen, zum Beispiel mit dem HTC, welches ja auch eine QVGA-Auflösung hat, also auch schon eine bessere Auflösung, dann werdet ihr aber auch da sehen, dass natürlich das Samsung Galaxy Nexus das Ganze noch übertrumpft. So, jetzt müssen wir mal auf Internet. Und jetzt hole ich mir da mal eifrig. Ihr seht, ich mache meine Videos immer live. Ich schneide nach Möglichkeit nichts. Dadurch gibt es halt dann auch mal kurz die eine oder andere Panne. Oder man muss halt gucken, wie was lädt. So, okay, jetzt haben wir das hier.
Wir machen es mal nebeneinander. Also ihr seht auch hier wieder, sieht man sehr schön, die Seite, die skaliert jetzt zwar hier auch ein bisschen, das liegt an meinem Theme, das sich eigentlich anpasst aufs Device. Von dem her, da sieht man jetzt eigentlich auch recht viel drauf. Das liegt jetzt aber mehr am Browser und weniger daran, dass man hier mehr sehen würde, weil hier ist ganz klar, die Auflösung ist höher. Der Screen ist auch größer, aber eben auch die Auflösung. Wenn wir die zwei Telefone mal übereinander legen, dann sehen wir das schon auch ganz gut. Ihr seht hier, ja, also das ist ein bisschen größer. Ist aber, wenn wir das so auf die Seite halten, mal gucken, ob wir das irgendwie so sehen, ist aber auch deutlich flacher. Und vor allem, wir haben es vorhin gemerkt, viel, viel leichter als zum Beispiel das Sensation von HTC. Also da hat Samsung schon ein ganz hervorragendes Gerät gebaut. So, switches da runter, zack, sind wir wieder da. Wenn wir vielleicht noch, wenn wir schon bei der Screen Resolution sind, wenn wir noch das Ganze vergleichen mit einem normalen, in Anführungszeichen, Telefon, hier haben wir das LG Optimus Speed. Das war ja das erste Dual-Core-Smartphone überhaupt. Dann seht ihr natürlich hier auch, das hat die ganz normale Auflösung, die die allermeisten Smartphones haben. Also auch hier wieder sieht man ganz klar, da spielt das Galaxy Nexus seinen Auflösungsvorteil ganz hervorragend aus. Gefällt mir wahnsinnig gut, muss ich wirklich sagen. Überzeugt mich schon nach der kurzen Zeit, wo ich damit rumgespielt habe, überzeugt mich das ganz massiv. Wenn wir zum Beispiel da mal die Programme angucken, hat mir natürlich, sobald ich meinen Account eingegeben habe, alle meine Tools und Programme wieder installiert. Ihr seht, wenn ich darüber gehe, gibt es jetzt so einen 3D-Effekt, dass das von unten nach hoch kommt. Seht ihr das da? Also das blendet sich quasi von unten ein, die nächste Reihe. Und die obere Reihe, die switcht dann weg oder schiebt sich eben dann über diese Reihe drüber. Das kann man auch ein bisschen so machen, wenn man da quasi noch ein bisschen weiter, dann dreht sich das Ganze so ein klein wenig. Also das ist schon alles ganz klasse. Ist auch alles absolut smooth. Also es funktioniert alles wirklich sehr, sehr schnell. Das Telefon ganz generell reagiert wahnsinnig schnell auf alle Eingaben. Dieser 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor macht hier einen hervorragenden Job, das kann ich schon mal sagen. So, hier mal gucken, was haben wir denn da alles laufen. Firefox läuft noch, Google Mail. Zack, also ihr seht, das ist eigentlich alles ganz schnell. Hier die Einstellungen sind auch noch da. Was man hier auch machen kann, finde ich auch eine ganz praktische Sache, dass man gleich mal auf Speicher geht und dann sieht man gleich mal, wie sich so der Gesamtspeicher, ich habe hier das 16 GB Modell, wie sich der im Moment so darstellt, also was eigentlich alles Speicher braucht, ist natürlich bei mir jetzt nicht allzu viel, 700 Mega Apps und Bilder und Video habe ich noch nicht groß gemacht, darum ist das alles großmehrheitlich noch frei. Aber das ist schon eine ganz praktische Anzeige, wenn man mal knapp an Speicher wird, was bei diesem Telefon ja möglich wäre, da man es nicht erweitern kann. Wie gesagt, 16 GB oder 32 und that's it. Mehr gibt es da nicht. Ja, den Akkuverbrauch kann man sich natürlich auch anzeigen lassen. Da sehen wir jetzt hier 1 Stunde 52, 16 Sekunden mit diesem Akku, 84%. Der Bildschirm, der braucht im Moment sehr viel Power. Das liegt daran, dass ich die Bildschirmhelligkeit maximal hochgedreht habe, damit man das auf dem Video gut sieht. Google Plus, das im Hintergrund irgendwas rödelt. Android, Medien, Browser, naja, okay. Also das ist eigentlich von dem her gesehen auch kein Problem. Man gewöhnt sich wahnsinnig schnell an diesen Switch. Ich finde das super praktisch, dass man sieht, was alles gleich offen ist. Hier haben wir die App-Übersicht, wo man dann gleich sieht, was gerade so läuft. Wo man auch den internen Speicher sehen kann, wo man hier auch gleich sieht, welche im Moment gerade ausgeführt wird. Da seht ihr das RAM, die Verteilung des RAMs, die Android-Tastatur und so weiter. Ich kann da auf eine draufklicken und dann habe ich hier gleich beenden oder was ich auch tun möchte damit. Das sind so ein paar ganz praktische Funktionen. So, das war mein erster kurzer Einblick in das Samsung Galaxy Nexus Smartphone. Schon nach einer Stunde muss ich ehrlicherweise sagen, das wird mein neues Android-Smartphone. Das ist einfach klasse. Funktioniert hervorragend. Es ist leicht. Es ist zwar groß, aber es liegt ganz, ganz toll in der Hand. Finde, es liegt deutlich besser in der Hand als das Galaxy S2, welches mir effektiv zu flach war. Dieses hier hat dank dieser ein bisschen Verdickung am unteren Ende liegt und der leicht konkaven Form des Bildschirms liegt es wirklich ganz hervorragend in der Hand. Und dann natürlich, klar, Android 4.0, das Highlight itself eigentlich und die tolle Bildschirmauflösung.
Ich werde das Gerät ausführlich testen in den nächsten Tagen und werde sicher dann auch noch ein Video machen, das genauer auf Android 4.0 eingeht, aber das war's mal als erstes. Morgen erscheint noch ein Testbericht auf eifrig.ch und dann, wie gesagt, geht's weiter mit so, wenn ich dann ein bisschen damit rumgespielt habe, mit einer Woche, was ich alles entdeckt habe, und dann einmal gibt's noch ein Video über Android 4.0. Besten Dank fürs Zusehen, das war Jean-Claude Frick für eifrig.ch. Tschüss!